So, willkommen bei einem neuen Part Pokémon Pearl und heute schauen wir uns die Stadt Schleiede an. Oh Gott, Team Galactic ist hier. Gut, hier sind ein paar Container und 3, 4 Häuser. Eine Art Lagerplatz anscheinend. Team Galactic, Privatbesitz, Durchgang verboten. Ich kann nicht lesen. Hey du! Ja du! Du befindest dich auf dem Gelände des Team Galactic. Das hier ist kein Kinderspielplatz. Nicht, aber da vorne, da ist doch eine Rutsche, oder? Oh. Na verdammt, jetzt bin ich hier versehentlich nochmal hingegangen. Jetzt muss ich mir den Dialog nochmal anhören. Oh Mann, oh Mann. So jetzt. Okay. Ist das Luschi da oben? Keine Ahnung. Eine sehr bergige Stadt. Die Spielhalle ist gefährlich. Warum? Nun, man hat da zu viel Spaß. Man hat da so viel Spaß, dass man völlig die Zeit vergisst. Ja, sowas aber auch. Und die Spielhalle ist dort. Da brauchen wir bestimmt einen Münzkorb, um spielen zu können. Ich habe in der Spielhalle eine Themen gewonnen. Und ich habe sie auch gleich einem meiner Pokémon beigebracht. Aha, welche willst du mir nicht sagen? Schleiede. Aus Stein gehauen. Aha. Das wäre eigentlich die Stadt für den Steinarena-Leiter, wenn man es so haben möchte, denn wenn die Stadt aus Stein gehauen ist, naja, gut. Wo ist denn hier das Pokémon Center? Wo ist das Pokémon Center? Wo ist es? Ah, hier sind ein paar Steine da unten. Vielleicht sind hier ja versteckt Items. Das ist ein mysteriöser Meteoroid, der vom Himmel gefallen ist. Und das so nah vor einer Stadt. Also, das ist schon ziemlich gefährlich. Gibt es hier in diesen Meteoriten keine Items, Sternstaub oder sowas? Oder so ein seltenes, legendäres Pokémon aus dem Weltall? Jirachi zum Beispiel? Hier ist auch kein verstecktes Item. Hätte ja sein können. Gut, hier geht's nach unten in eine neue Route. So, hier ist ein Schild. Besuche den See der Kühnheit. Gleich an der Route 214. Ja, mache ich. Aber wo ist denn das Pokémon Center? Ist es hier drüben vielleicht? Ach, scheiße, da ist Lucia. Nein! Kevin, nimmst du die Herausforderung in den Arenen an? Hui, du wirst von Mal zu Mal stärker. Oder meine ich das nur? Was ich hier mache? Oh, ich war einkaufen im Kaufhaus und... Ich meine, ich arbeite natürlich auch an meinem Pokédex, aber... Nun, man sieht sich später. Ja, hau bloß ab. Das war ein sinnloser Dialog. Naja, gut. Ist hier das Pokémon Center? Nein, wo ist denn das? Verdammt nochmal. Ich habe keine Ahnung, wo ist denn das? Hat diese Stadt überhaupt ein Pokémon Center? Ah, da ist es, okay. Mann, total abseits von jeglicher Zivilisation. Gut, haben wir zunächst unseren Pokémon. Die sind ja noch von den Kämpfen aus der Route geschwächt. Frau Löwe wird dann auch wieder fit sein. Sie wurde ja im letzten Part beim Kampf gegen einen Trainer-Pokémon gedemütigt. Ein Bronzel war das, soweit ich weiß. Wenn du die faulen Fliegen verwendest, kannst du in Sekunden in jeder Stadt reisen, in der du schon mal warst. Hilde, die Arenaleiterin, ist ein nettes junges Mädchen. Aber hüte dich, sogar Erwachsene haben es schwer gegen sie. Aha. Gut, wie jede Stadterkundung fange ich zunächst ganz oben an. So. Das ist doch nicht Lucia, sah aber vorhin fast so aus. Naja, die Lucia sieht ja ein bisschen feminin aus und so ein Hut ist ja auch ein wenig feminin. Ich bin in diese Stadt gekommen, um im Kaufhaus Geld auszugeben. Mein Gott, ich kann wieder nicht lesen. Aber mit all den Felswänden, ja. Aber mit all diesen Felswänden hier wirkt der Ort recht kalt. Kahl, ja, kalt. Kalt. Wieso kalt? Eher kahl als kalt. Naja. Gut, werfen wir einen Blick ins Kaufhaus. Vielleicht können wir ein paar Sachen kaufen, die wir benötigen für unser neues Abenteuer. Ja, so neu ist es eigentlich nicht mehr. Ich habe ein Accessoire in Form eines Pokémons geschaffen. Oh nein, gib es mir nicht. Möchtest du eins? Panflam. Panflam heißt das Feuer-Pokémon. Okay, Panflam-Maske erhalten. Ich habe mir im letzten Part gefragt, was der Feuerstarter von Sinnoh ist. Es war Panflam. So, okay, was verkauft ihr uns? Ah ja, Bälle und Schütze und Briefe und Puppen. Und ein Flugzeug. Hm, ich glaube, ich kaufe mir mal 10 Hyperbälle, einfach mal so, wenn wir schon mal hier sind. Ob wir die benötigen, kann ich nicht sagen, aber es schadet nicht, unseren Vorrat an Pokebällen einzudämmen. So, die verkaufen uns Tränke und Statusheilsachen. Ich finde es schon jetzt krass, dass wir bereits Hypertränke kaufen können, obwohl wir gerade mal 2 Orden erst haben. Dieses Kaufhaus garantiert höchste Kundenzufriedenheit. Sobald du Kunde bist, fühlst du dich hier in guten Händen. Ja, willkommen im Kaufhaus von Schleiede. Oh Mann, ich habe die ganze Zeit so einen Frosch im Hals und ich krieg den nicht raus. Und wenn ich den rausbringen will, dann muss ich so richtig, ja, räuspern. So richtig laut. Ich schalte euch mal kurz auf Stumm, damit ich mich mal richtig rausräuspern kann. Vielleicht ändert es ja was an meiner Stimme. Bis gleich. Okay, ich hoffe, ich habe mich jetzt ausgeräuspert. Ich liebe diesen Hauch des Luxus in einem Kaufhaus der Oberklasse. Gut, vielleicht sollte ich was trinken. Ich glaube, ich hole mir mal was zum Trinken, aber ich möchte jetzt nicht stoppen. Ich glaube, das mache ich inscreen. Ich bin mal kurz wieder weg, ne? Also bis gleich. Ich glaube, ich werde es vielleicht sogar rausschneiden. Ist ja alles möglich. Ach ja, neben mir ist mein Getränk, deswegen blubbert es gerade so. Ihr hört es wahrscheinlich. Moment. Ja, frisches Blubberwasser. Wir verschenken Zubehör für den... Moment, machen wir kurz den Deckel zu. So, sorry für die kleinen Sachen hier. Wir verschenken Zubehör für den Poketch als Werbeaktion. Aha. Verdammt, meine Dingens. So, jetzt er. Ist er. Möchtest du den Zähler für deinen Poketch haben? Ja. So, hier bitte. Nun geh hin und zähle. Gut, ich zeige euch mal schnell den Zähler. Dafür wechsle ich mal schnell. So. Ah ja, der Zähler. Verdammt, da war er gerade. Jetzt muss ich hier nochmal durch die ganzen Menüs rüber. Verdammt. So, gleich haben wir es, dauert ja nicht lang. So, hier ist der Zähler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, was man damit machen kann, kann ich euch nicht genau sagen. Ja, ein Zähler halt. So, ich werde wieder wechseln. So, ich hoffe, das passt. Ich werde jetzt... So, jetzt muss ich wieder das Pokeradar anmachen. Ein bisschen Verwaltung hier. Okay. Willkommen, kann ich helfen? Ja, ah ja, die verkauft uns Vitamine, die unsere Werte unserer Pokémon erhöhen. Und hier können wir X-Items kaufen und Angriff, Plus und Mega-Blöcke. Hallo, kann ich helfen? Was empfehlen Sie? Was empfehlen Sie? Möchtest du Protein? Das erhöht den Angriffswert. Nee, nein, danke. Wo finde ich nur passende Kleider für mein Pokémon und mich? In der Kleiderabteilung, würde ich sagen. Gut, hier geht's weiter ins nächste Erdgeschoss. Nächste Stockwerk meine ich. Nächste Erdgeschoss. Komm, kann ich helfen. Was verkaufst du? TMs. Verwendet die Energie einer Beere, die der Angriff erhält. Effekte hängen von der Beere ab. Ich finde es ein bisschen doof, dass hier nicht der Name der Attacke hier dran steht. weil da muss man sich die Attacke immer von der Beschreibung her herleiten, also TM38 ist Bärenstärke. Garantierter Schutz in der Runde, in der die Attacke angesetzt wird. Könnte bei häufigem Einsatz versagen. Das ist Schutzschild. Eine zurückhaltende Attacke, die die Kampfunfähigkeit des Gegners verhindert, dem mindestens 1 KP bleibt. Trugschlag müsste das sein. Ein Schild schützt das Pokémon, schützt das Team 5 Runden vor Statusproblemen jeglicher Art. Das müsste Bodyguard sein. Eine Wand aus Licht wird für 5 Runden errichtet, die den Schaden von gegnerischen physischen Attacken reduziert. Das ist Lichtschild. Ah nein, das ist Reflektor. Und das müsste Lichtschild sein. Und das ist TM Blitz. TM 70 Blitz. Ich könnte eigentlich meinem Bronzel Lichtschild beibringen, das wäre ein bisschen interessant. Dann würde es sich einigermaßen gegen Feuerattacken schützen können. Die Frage ist, welche Attacke soll ich dafür verlernen? Ah, Delegator wäre eine Option, die haben wir eh kaum benutzt. War aber doch eine gute Attacke. Aber vielleicht ist Lichtschild besser. Ja, ich glaube, ich bringe ein Lichtschild bei und verlerne Delegator. Weil Delegator ist ein bisschen zu langsam. Ja, da kann man wenig Wert draus schöpfen mit der Attacke. Und da ist Lichtschild viel besser. Okay. Dann bringe ich meinem Bronzel jetzt Lichtschild bei. TM20 war das. Oder was? Ja, TM16, verdammt. Ah ja, perfekt. Ja, welche Attacke soll vergessen werden? Delegator. Hypnose. Ja, ich weiß nicht, ob ich Hypnose verlernen möchte. Hypnose kann noch ganz nützlich sein, wenn mein Pokémon später Traumfresser erlernen soll. So, ich verlerne Delegator. Die Attacke, die wir ihnen als TM beigebracht haben. Alles klar. Haben wir noch irgendwelche TMs, die wir benutzen können? Tarnsteinaufbereitung, Gegenstoß, Stahlflügel. Die könnten wir unserem Kampffeigen beibringen, dann würde es gegen gegen Gesteins-Pokémon kämpfen können. Aber gegen Gesteins-Pokémon sollte man mit einem Vogel-Pokémon in der Regel nicht antreten, denn ja, Gestein ist natürlich die große Stärke gegen Flug-Pokémon. Und ich glaube, ich muss mal schnell mein Attacken-Moveset rausholen. Okay, ich habe jetzt das Moveset rausgeholt. Und zwar steht bei meinem Staraptor nicht drin, dass wir Ruckzuck-Hieb behalten, also kann ich eigentlich Ruckzuck-Hieb verlernen. Und das mache ich auch. Okay, und jetzt muss ich gerade erschreckend feststellen, dass Bronzongs Delegator im Moveset drin steht. Ich habe es ja verändert, aber ich glaube, ich werde es nochmal umändern müssen. Ich glaube, ich bringe dann Traumfresser und Hypnose bei, als kleine Kombination. Der Nachteil an Hypnose ist natürlich, dass die Attacke nicht besonders genau ist. Und Luxtra, ich meine, Frau Löwe soll stärker lernen, laut meinem Moveset, und auch Geheimpower. Gut, verlernen tue ich die Tackle-Attacke. Unglaublich, dass unser Pokémon noch Tackle kann. Oder solche Hypnose. Ich meine natürlich Anziehung beibringen. Ich glaube, ich bringe statt Geheimpower Anziehung bei. Genau. Ich glaube, wenn wir Stärke haben, brauchen wir gar keine andere Angriffsattacke mehr. Genau, das ist besser. Und verlernt tue ich... Boah, jetzt muss ich mich entscheiden. Luxtra greift natürlich mit physischen Attacken an. Also von daher sollte ich Funkenschwung behalten, aber Schockwelle hat natürlich den positiven Effekt, dass die Attacke immer trifft. Wir haben unserem Pokémon im letzten Part Schockwelle beigebracht und jetzt verlieren wir die Attacke wieder. Ach, das ist ärgerlich. Naja. Aber das ist zum Glück ein Let's Play. In der Praxis solltet ihr nicht so mit den TMs rumspielen, wie ich es mache. Und wir brauchen noch die TM Schwerttanz. Die finden wir in der Spielhalle. So, was ist das? Dem Gegner wird ordentlich eingeheizt, kann eventuell Verbrennungen hervorrufen. Das ist Feuersturm. Der Gegner wird von einem mächtigen Donnerschlag getroffen, der Paralyse bewirken kann. Ja, das ist natürlich Donnerschlag. Eine interessante Attacke. Kann die Attacke vielleicht Luxtra? Das wäre interessant zu wissen. Verdammt, jetzt habe ich sie gekauft. Naja, gut. Eine gnadenlose Eis- und Schneeattacke, die alle Gegner trifft und sie eventuell einfrieren kann. Das müsste Blizzard sein. Eine Attacke über 2 Runden. Zunächst wird Sonnenlicht absolviert. Anschließend erfolgt der Angriff. Das ist Sonnentag. Ein Angriff mit aller Macht. Die Spezialverteidigung des Gegners sinkt eventuell. Fokusstoß. Die könnten wir eigentlich Empoleon beibringen. Eine äußerst starke Attacke, die viel Schaden anrichtet. Anwender muss sich in der nächsten Runde ausruhen. Das müsste Hyperstrahl sein. Also ziemlich starke TMs hier, die allerdings nicht besonders genau sind. Das wäre jetzt interessant. Ich glaube, ich werde mir jetzt eine von den Items kaufen. Und zwar... Was zeigt mein Moveset an? Ich glaube, ich werde mir Blizzard kaufen für mein Empoleon. Oder nee, Fokusstoß. Fokusstoß kaufe ich mir. Die Attacke ist zwar total ungenau, aber sie kann einem doch sehr hilfreich sein. Oh, Wartaloo kann keinen Fokusstoß. Naja, hätte ja sein können. Gut, was haben wir denn noch gekauft? Ah ja, vorhin war das übrigens nicht Donnerschlag, sondern es war einfach nur Donner. Welches Pokémon kann denn Donner? Frau Löwe ist klar, Frau Löwe möchte ich es allerdings noch nicht beibringen. Na super, da bringen uns die TMs, die wir jetzt gekauft haben, fast gar nichts. Aber ich glaube, ich werde mir noch Blizzard kaufen und meinen Empoleon beibringen, damit Empoleon eine Eisattacke beherrscht. Okay. Gut, Blizzard müsste hier sein, TM 14. Ja, Blizzard hat nur eine Genauigkeit von 70, also eine sehr ungenaue Attacke. Noch ungenauer als Hypnose. So, was verlenne ich denn? Ich würde sagen, Schnabel. Okay, unser Wartaloo kann jetzt eine Eisattacke, das ist gut. Ein Freund wollte mir Maschok geben, als wir über die drahtlose DS-Datenübertragung tauschten. Doch statt Maschok habe ich ein anderes Pokémon erhalten. Ja, wenn man Maschok tauscht, entwickelt es sich zu Machomai. Um sie nicht zu vergessen, habe ich meine Geheimnisse zu einem Brief zusammengefasst. Aber wenn das jetzt jemand liest, dann habe ich ein großes Problem. Warum schreibst du es dir dann auf? Gut, nächstes Stockwerk. Willkommen, kann ich helfen? Ja, was verkaufst du? Gelbes Kisten, Schrank, Fernseher, Kühlschrank, Spülbecken. Was das ist, kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, das sind so Sachen, die man für sich zu Hause einkaufen kann. Keine Ahnung. Oder es können auch Accessoires sein. Wie gesagt, keine Ahnung. Manfaxo-Puppe, Mobile-Puppe, Bantimimi-Puppe, Mantirps-Puppe, Bamelin-Puppe, Plaudagai-Puppe. Der Junge hat keine Pokémon, er sagt, er trainiere sein Image. Aha. Wenn dir ein wildes Pokémon begegnet, verwende sofort einen Flottball. Wenn es allerdings länger dauert, verwende einen Timerball. Aha. Hallo Kevin, kann ich dir helfen? Woher kennst du meinen Namen? Spionierst du mir nach? Hey Leute, die arbeitet für die NSA! Okay, ich habe jetzt erstmal genug eingekauft. Jetzt brauche ich was zu trinken. Ja, ich brauche auch was zu trinken. Moment. Mann, das wird, glaube ich, kein guter Part, weil ich immer sowas hinter der Kamera mache. Was man eigentlich rausschneiden sollte. Ah, ein junger Pokémon-Trainer. Ich bin alt und brauche diesen Kletzdorn nicht mehr. Ich schenke ihn dir. Oh, Kletzdorn. Ein Pokémon, das den Kletzdorn halten. Ein Pokémon kann den Kletzdorn halten, wenn es getroffen wird. Dann heftet sich der Kletzdorn an dem Gegner und fügt den Schaden zu. Zwei starke Jungs stehen hier. Das ist alles. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass ihr dort seid. Seit Jahren kaufe ich hier ein. Ha! Und jetzt soll ich eine normale Kundin sein? Jep, das solltest du. So, hier ist ein Aufzug. Damit können wir bequem zurück in die Etage kommen. Hallo, danke, dass du heute bei uns einkaufst. Ja, zurück ins Erdgeschoss. Dim, dim. Erdgeschoss, Medizin und Items für alle, mutige Abenteurer. Gut, das war's für das Kaufhaus. Aber das ist ja erst der Anfang der Stadterkundung. Hier ist eine, ja, hier sind zwei einsame Häuser. Ich habe einen neuen Sonnenschirm gekauft, aber ich will nicht, dass er vom Regen nass wird. Daher sehe ich mir immer die Wettervorhersage an. Was? Du kaufst den Regenschirm und willst nicht, dass er nass wird? Ja. Wenn es Menschen gibt, die sie sehen wollen, erscheint Pokémon in vielen verschiedenen Formen. Aha. Laut einer Legende hat der Kraterberg Sinnoh in zwei Hälften geteilt. Wenn ich mir einen Chalelos ansehe, ist da vielleicht sogar was dran. Ja, denn Chalelos hat zwei verschiedene Formen. Habe ich schon erwähnt in diesem Let's Play, eine östliche und eine westliche Form. Wenn man östlich des Kraterbergs ist und einen Chalelos begegnet, ist es meistens blau. Und wenn man westlich des Kraterbergs ist und einen Chalelos begegnet, ist es meistens oder fast sogar immer lila oder pink. Das Team Galactic Gebäude stört mich. Es ist bedrohlich. Ich kann kaum schlafen. Diese Dornendinger an dem Gebäude, sind die jetzt in? Yep, die sind in. Seit jetzt. Gut, da oben ist noch eine Anhöhe, die wir noch betreten müssen. Hilde ist die Erinnerin in Schleiede. Marinus ist der Leiter in Weideburg. Dann haben wir Lamina in Herzhofen. Die sind alle sehr stark. Ich bin nicht mal annähernd so stark. Na komm, hau doch nicht ab. Oh ja, Team Galactic lagert alle möglichen interessanten Sachen in seinem Gebäude. Ich habe gehört, sie haben dort sogar eine VM, eine versteckte Maschine. Dann schauen wir mal schnell nach. So, oh Gott, ganz schön groß dieses Gebäude. Schleiede, Team Galactic Gebäude. Wir träumen vom Universum. Okay. Oh, hier ist ein Item. Ein AP+. Erhöht die AP eine Attacke. Gut, dann werfen wir mal Team Galactic einen Besuch ab. Oder, ja, einen kleinen Besuch. Dingens, ne? Wir besuchen sie einfach. Willkommen, dies ist das Team Galactic das ist das Schleiede, Team Galactic Gebäude. Kosmische Energie für alle. Wäre es nicht wundervoll, wenn wir diese mächtige Energie beherrschen könnten? Ja, das wäre es. Und da drüben ist ein weiterer Eingang. G. G steht für globale Erwärmung. Nein, Team Galactic natürlich. Wir, Team Galactic, werden alles nehmen, was wir nur nehmen können. Und wir interessieren uns nicht für Dinge, die uns nicht weiterbringen. Das ist unsere Philosophie. Ja, hier brauchen wir einen Türöffner oder sowas. Die Tür ist verschlossen. Du brauchst einen speziellen Schlüssel. So, was hast du zu sagen? Team Galactic forscht hier Tag und Nacht. Interessant. Wir konzentrieren uns auf neuartigen Energieressourcen. Aha. Du bist zu jung für uns. Wenn du älter bist, kannst du bei uns mitmachen. Ja, nein. Mann, 3 Eingänge. Wofür braucht ein Haus 3 Eingänge? Ich habe noch nie ein Haus gesehen, was an einer Seite 3 Eingänge hat. Habt ihr schon mal so ein Haus gesehen? Naja. Verdammt, hier ist kein Eingang. Hätte ja sein können, weil da drüben... Naja, egal. Ach, jetzt sind wir dort, okay. Interessant, wir brechen bei Team Galactic ein. Jetzt sind wir dieses Mal die Bösen. Was ist das? Das Credo des Team Galactic, alles gehört uns. Und schau über die Welt hinaus, der ganze Weltraum wird Team Galactic gehören. Ja, kauft euch erstmal bessere Pokémon. Eure Käfer, mit Käfer-Pokémon könnt ihr keinen Weltraum erobern. Damit könnt ihr nicht einmal einen Kontinent erobern. Nicht einmal eine Stadt. Ja, vielleicht auch eine Stadt. Ihr habt es ja schon fast geschafft. Gut, wo ist mein Fahrrad nochmal? Verdammt, wo ist mein Fahrrad? Nein, das ist das Menü. Wo ist mein Fahrrad? Da ist mein Fahrrad. Okay, dann ist hier noch ein Haus. Ich liebe Worte wie Pokalendspiel und Meisterschaftsfinale. Und warum? Naja. Es gibt hier so viele Preise, aber die ganzen Münzen zusammenzusparen. Ach, darauf haben nur die wenigsten Lust. Willkommen, hier kannst du deine Münzen gegen Preise eintauschen. Welchen Preis hättest du gerne? Seidenschal, Großlinse, Zoomlinse, Metronom, TM90, TM58, TM75, TM32, TM44, TM89, TM10, TM27, TM31, TM35, TM24, TM13, TM29, TM74, TM68. Gut, welche Themen wir brauchen ist leicht, und zwar brauchen wir, Moment. Muss gut gehen. Wir brauchen Schwerttanz. Schwerttanz ist TM75, okay. Okay, was ist denn TM75? Wie viel kostet das, meine ich? Wie viel kostet... Nein, was ist das? Nein, ich will keinen Seidenschal. TM75 kostet 4000. Okay, sollte machbar sein. Aber wir brauchen zunächst einen Münzkorb und jede Menge Asche, die wir in Münzen umtauschen können. Weißt du vielleicht, wo ich einen Münzkorb bekommen kann? Angeblich soll es da einen Clown, der welche hat, geben. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Schleide die Spielhalle, fordere das Glück heraus. Ja, wir werden hier erst reingehen, wenn wir diesen Clown gefunden haben. Ich mag keine Clowns. Alles klar, wo ist denn der... Wo ist dieser schöne Clown? Ja, hier ist die Arena. Ja, ich glaube, wir schauen uns die Spielhalle ganz am Schluss an. Machen wir noch schnell die Stadterkundung fertig. Wir haben es ja eh fast erledigt. Schleide ist die Stadt der Felsen. Wir haben hier sogar Meteoriten. Aber das hat zwar nichts damit zu tun, aber ich gebe dir eine technische Maschine. Okay, TM63. Ihr seht, es lohnt sich, die Stadt immer anzuschauen. Wenn dein Gegner Itemsperre auf deinen Pokémon anwendet, kannst du bei diesem Pokémon keine Items mehr einsetzen. Nun genieße deinen Aufenthalt in Schleiede, der Stadt der Felsen. Oh, sind wir ein wenig müde? Nein, nicht du. Ich meine dein Pokémon. Wenn du möchtest, kann ich einem deiner Pokémon eine Massage geben. Möchtest du das? Ja. Welches braucht denn ein wenig Entspannung? Ich glaube, Frau Löwe braucht eine Massage. Die ist ja noch ganz aufgebracht, weil sie im letzten Part verloren hat gegen ein Bronzel. Dann mal los, entspann dich, mein Kleines. Frau Löwe, Schaut verträumt zu unzufrieden. Übrigens hielt dein Pokémon das hier. Summnote erhalten. Komm morgen wieder, wenn du magst. Ja, aber nur, wenn ich mag. Der Kerl mit dem Schals im Weideburg ist der Freund meiner Schwester. Sie schenken sich regelmäßig Briefe und die Pokémon stellen die Briefe zu. Gut, hier ist noch ein Haus. Das letzte, hoffe ich. Ah, hier ist dieser verdammte Clown. Hey du, achte auf die Münze. Dreh, 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 dreh. In welcher Hand ist die Münze? Links oder rechts? Rechts! Pah, wie armselig! Gut, dann ist sie jetzt eben links. Links. Bravo, du hast gewonnen. Und als Belohnung gibt es dafür einen Münzkorb. Ja, danke schön. Es gibt viele Zauberkünstler, du weißt schon, Trickster und Illusionisten. Aber es kann doch sein, dass etwa 5% davon wirklich zaubern können. In Wirklichkeit kann niemand wirklich zaubern, das ist alles mit Tricks ja, belegt. Oder alle benutzen irgendwelche Tricks, keiner kann wirklich so zaubern. Jeder Zauberer hat irgendeinen Trick, aber die verraten sie natürlich nicht, ne? Sonst wären sie ja keine Zauberer mehr, sondern Trickser. Ich habe heute eine Glückssträhne und ich teile mein Glück mit dir. Hier! Wir schenken uns 20 Münzen, einfach so. Wenn ein Pokéball erscheint, hast du die Chance, die Zeichen aufzureihen. Replays und Pikachu erscheinen quasi automatisch, aber auf bessere Zeichen wie Pokébälle und Mondsteine musst du gezielt hinarbeiten. Juhu, Pipi, schau nur, jawohl, was für ein Fest. Komm, lass mich dir einen Teil meiner Freude schenken. Verdammt, ich habe heute Leseprobleme, glaube ich. Vielleicht, weil ich im Dunkeln aufnehme? Nee, keine Ahnung. Ich will natürlich Münzen, klar, aber Rekorde zu brechen ist auch toll. Ein Freund aus meiner Gruppe hat hier tollenweise Münzen gewonnen. Den werde ich herausfordern. Ich erkläre dir, wie die einarmigen Banditen in der Spielhalle funktionieren. Okay. Während des regulären Spiels stoppst du die Rollen von links. In der Bonusrunde schaust du, wohin Pipi zeigt und stoppst die Rollen. In der entsprechenden Reihenfolge. Aha. Heute klappt auch gar nichts. Bist du ein Trainer? Hast du die Arenaleiterin besiegt? Sie ist nämlich meine Tochter und ganz schön stark. Aha, okay. Gut. Willkommen in die Spielhalle. Brauchst du Münzen? Das macht 1000 Poké-Dollar für 50. Möchtest du welche haben? Ja, wir kaufen uns 500. Ja, damit wir genug Geld haben, um uns... Ja, damit wir genügend Münzen haben, um uns die Schwerttanz-Themen kaufen zu können. Und ich glaube, wir können auch ein bisschen zocken. Obwohl wir gerade erst 10 sind. Alles klar, wie geht denn das nochmal? X, Münzen einwerfen. Verdammt, wo ist bei mir X? X ist bei mir hier. Ah, jetzt. Und jetzt Y, B, A. Mann, ist es umständlich. Okay, einmal noch und... Oh Gott, das ist umständlich auf dem Emulator. Y, jawohl, eine 7, sehr gut. Ja, knapp die 7 erwischen. Ja gut, das kann nicht aufhören. Hä? Wir haben trotzdem was gewonnen? Okay. Ah, warum kommt es jetzt von rechts? Das ist verwirrend. B, wo ist B? Hier. Y, wo ist Y? Y. Ah, hier neben X. Okay, ich glaube, das reicht. Das auf dem Emulator zu spielen ist total blöd. Weil man die Tasten... Nein, ich will nicht doch mal spielen. Ah. Okay, B, B und A. Okay. So, das reicht. Gut, ich glaube, wir haben auch jetzt die Stadt erkundet. Können wir denn in die Arena? Ich schaue besser halt ein bisschen nochmal nach, damit ich im nächsten Part nichts... Ja genau, wir können in die Arena. Gut, dann machen wir im nächsten Part die Arena. Also, bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Janka LP. Servus.